Hallo und willkommen zu einem mächtigen Gewitter hier bei RimWorld. Verdirbt in zwei Quadrums. Das sind ja diese zusammengefassten Monate, die nicht zwei, sondern drei Monate jeweils umfassen, auch wenn die manchmal eher nach zwei klingen, aber egal. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ja, ganz offenbar ja der Entwickler. Der Chef. War hier eine Schlange oder so? Gott, manchmal bin ich echt hier paranoid mit den Schlangen. Aber auch nur, weil ich gelesen habe, dass sie schon eklig werden können. Aber irgendwie werden wir schon diese Kolonie durchstehen. Ich habe ja Hoffnung. Verbrennungen, die kann man gar nicht flicken. Okay. Die müssen von selbst heilen. Na gut. Ich werde hier beschossen. Grace wird von Panther Scheiße. Wir haben Dinge zu tun. Mächtige Dinge. Stele, du kommst auch mal raus. Unser Hundi! Verbundenes Tier ist gestorben. Ja, leck mich doch, ey. Der rächt sich. Warum sehe ich davon nichts? So. Leck mich doch am Arsch. Was hat der Panther überhaupt dort gemacht? Igidipfui. Hä? Panther beschießen? Wieso ist der jetzt mal Butter bei die Fische? Ich möchte das Viech töten. Töte das Ding. Wie jetzt? Krankheit, Wund... Nee. Nicht Wundinfektion. Durch die Verbrennung, die konnte ich doch gar nicht verbinden. Warte mal. Habe ich noch gar nicht hier... Doch. Lou soll sich mal schön ins Bett legen und sich versorgen lassen. Nee. Bin ich denn bescheuert hier? Und Stele schmeißt eine Party. Vermittelt Tier gestorben. Der Panther will nicht richtig sterben. Wundinfektion. Soll behandelt werden. Leg dich hin, Junge. Leg dich hin. Jawohl. Du legst dich jetzt hin, ruhst dich aus, lässt dich verarzten auf jeden Fall. Sonst kommt hier mal der Onkel Doktor und sagt, Mimimi ist nicht. Ich glaube, es sagt er. So, Stele, du kümmerst dich um... Nee, du versuchst einzusperren. Wäre eine Variante. Also muss ich doch irgendjemand drum kümmern. Behandle, ja. Dann macht der das eben. So. Jetzt wird sich um Lou gekümmert. Qualität 72%, das klingt doch ganz annehmbar. So, und wehe, du stirbst mir weg, Lou. Ey, ich kill dich dann. Sein Zimmer ist zumindest sauber. Das ist schon mal ein Vorteil.
Oh, ich könnte kotzen, ey. Aber in so einem Bogen. Dass der sich da so eine scheiß Wundinfektion zu holt, das ist ja echt zum Kotzen. Immunität, 27%. Also das wird wieder mal so ein Wettlauf gegen die Zeit. Das hasse ich richtig, wenn man noch keine medizinischen Betten hat. Und man muss unbedingt rechtzeitig den Typi fit bekommen. Das ist schon eklig. Und mein Hundi ist tot. Wie hieß der überhaupt? Irgendwas mit S, glaube ich, am Anfang. Nee, ich habe keine Ahnung. Wo ist Hundi? Wo ist der tote Hundi? Ich weiß es gerade gar nicht. Hank, wo ist der ganz sicher? Ratte tot. Oder wird er verarbeitet zu irgendwas? Das kann natürlich auch sein. Mal sehen, Tiere. Da wird nicht mehr aufgelistet. Grace. Ah nee, Grace war das. Ja. Na gut, wird dann eben vielleicht auch verarbeitet. Ich meine, man muss ja auch noch nachhaltig denken. Ach, wir haben da sogar eine tote Bumalope noch im Lager. Stimmt ja, die explodieren, aber die Körper kann man noch verwenden, genau. Oh, Wundinfektion, schwer ist das jetzt schon. Alter Verwalter. Selbst versorgen. Mann, Mann, Mann. So, die nächste Behandlung. Von der Qualität offenbar relativ gut gelungen. Alter Falter, ey. Wundinfektion ist schon schwer? Neuer Rekrut, zumindest etwas. Stele hat erfolgreich Lumpi angeworben. Mach dich nützlich, du Lumpi. Und gönn dir was zu futtern auf jeden Fall. Das wäre erstmal das Wichtigste. Du gönnst dir jetzt ist einfache Mahlzeit. Ich möchte mir nicht sagen lassen, dass ich schuld bin, dass du verhungerst. Und ich könnte so kotzen, dass der erst bei 73% ist und eine schwere Wundinfektion hat. Wenn es auf kritisch geht, dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes kritisch. Och, leck mich doch, ey. 81%. Wundinfektion ist noch bei schwer. 83%. Ich weiß nicht, ob Lou das überlebt. 86, noch immer auf schwer, oder? Mal kurz gucken. Lou, halt durch. Knabe, halt durch. Bei 90 ist er jetzt. Ich habe langsam Hoffnung. Es ist noch nicht bei kritisch und er ist bei 93. Bitte schafft das, bitte schafft das. 95. 97. 98. 99. Immun. Yes. Boah, Mann. Da habe ich echt gezittert. Wer mir, der Lou weggenippelt. Alter, nee, das wäre überhaupt nicht gut gegangen. So, Konstruktion 3. Ist mir jetzt scheißegal. Du bist jetzt auch fürs Konstruieren auf jeden Fall zuständig. Wo haben wir es denn? Bauen. Ah, da. Ist auch schon drauf. Wunderbar. Weil es geht nicht, dass nur Lou der Einzige ist, der Sachen aufbauen kann. Da geht die Kolonie echt zugrunde dran am Ende. Huh. Schockmoment erstmal überstanden. Für alle Neulinge ist es wirklich heftig, wie das daneben gehen kann, wenn ein
Wundbrand einen so erwischt, dann ist ganz schnell empty mit so einer Person. Das geht schneller, als man es gerne will. So, und warte mal. Zone, da kann ich ja mal so eine Zone bauen hier. Abfallzone Nummer 2. So, zack. Hier kommt hin. Was kommt denn hier hin? Alles löschen. Menschliche Leichen. Ja, machen wir mal menschliche Leichen sagen und das muss ausreichen. Dann können wir die auch unter anderem dahin packen. Auf dass sie da verwesen möge. Holz, Hufeisenstab. Ja, warum nicht? Dann können wir theoretisch darauf schießen, wobei dann die Gefahr ist, dass wir auch hier was erwischen. Oh, das ist ja angenehm. Dann können wir auch mal... Nee, erstmal muss weiter Essen hergestellt werden. Ach, Lumpi kann auch kochen. Arbeit, kochen, wo haben wir das denn? Tatsache, auf 3. Oh, das Essen will ich eigentlich weniger haben. Wo haben wir das denn? Arbeit. Nee, ich wollte ja nicht das. Ich wollte bei Lumpi mal gucken. Körper, Charakter, kochen. Na, zumindest interessiert darin. Aber nö, muss nicht sein. Lumpi soll lieber bauen, das haben wir im Moment notwendiger. Wir haben ja genug gute Köche, so ist es ja nicht. Eieiei. Hier ist das Problem vielleicht, dass es daneben gehen könnte. So, jawohl, nimm das Ding mit. Nicht verbuddeln, sondern verarbeiten. Hier stehen auch wieder ein paar Beeren bereit. Der Reis, ja, der braucht noch ein wenig. Die Kartoffels, zumindest die sind bereit zum Ernten. Der Mais wird auch langsam. Baumwolle braucht noch seine Zeit. Habe ich überhaupt schon fertige Baumwolle irgendwo? Stoff, ja. Ich habe hier auf jeden Fall Stoff rumliegen. Das ist ganz praktisch. Und ja, Kräutermedizin ebenfalls. Kann man gut gebrauchen. Ja, so langsam habe ich hier doch echt angenehme Vorräte. Ups. Stoße ich mal wieder gegen das Mikrofon. Das ist ja ganz böse von mir. Oh, so. Hier muss noch ein bisschen Holz gehackt werden, damit wir noch mehr Zeug haben, um die Wände auszukleiden. Wobei hier liegt auch noch Holz rum. So ist es nicht. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich hier ganz dringend mal, bevor ich an den Boden denke, muss ich mal an was anderes denken. Und zwar, warte mal, Tisch groß. Nehmen wir mal sonnenschön hier. Den nehmen wir am besten. Bauen wir den mal so ein und dann 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Poststab. Ach so. Ist das der... Ah nee, vermutlich nicht. Aber das ist der Boss von den verhassten Schneidern. Mal sehen, ob der neue Boss genauso verhasst ist. Keine Ahnung. Und ganz viele Beeren. Ich mag Beeren, die sind so tapsig. Jawohl, aber ich bin erstaunt. Wir haben jetzt schon die aktuell 7. richtige Folge und wir leben noch immer irgendwie. Dabei sind die Truben, weiß Gott, nicht das einfachste Gebiet zum Siedeln. Aber uns hat auch noch keine Krankheit erwischt. Das kommt uns, glaube ich, noch so ein bisschen zum Vorteil. Installieren. Ja, machen wir das mal.
hier installieren und das installieren wir hier. Und dann bauen wir einfach mal noch zwei Dinge, weil wir es können. Und apropos können, das können wir auch mal hier hintragen, auf dass wir neue Steinchens bekommen. Aber erstmal wird hier gemeinsam gebaut. Ach, ist das herrlich. Diese Eintracht. Und wir haben eine neue Dame. Das könnte auch interessant werden für die Liebesbeziehung. Eine Dame, drei Kerl. Das war ja ein bisschen hart an der Grenze. Aber so ist das angenehm. Oh, das wird gut. Und wenn wir die 100 erreicht haben, dann brauchen wir leckere Mahlzeit. Und zwar bis zur Unendlichkeit. Wie beim vorigen Spiel hat sich bewährt. Und das Schöne an den, was heißt das Schöne, das Schwierige an den leckeren Mahlzeiten ist, die brauchen sowohl etwas Pflanzliches als auch etwas Fleischliches. Also das geht nicht ganz so einfach und braucht auch länger zum Produzieren. Was haben wir denn hier? Katzenfleisch? Nom nom nom. Das klingt doch mal lecker. Das darf gerne eingesammelt werden und der Kasua, der darf gejagt werden. Da habe ich auch nichts gegen. Es soll nur nicht wieder so ein Panther durch meine Siedlung stapfen, da hätte ich arg was gegen. Und die Schildkröte, ach, die jage ich auch mal. Haben wir einen Panther hier in der Nähe? Ich hoffe nicht. Ist ja furchtbar auch, dass die des Nachts rumhirschen. Das macht die ganze Sache nicht besser. Wir brauchen hier echt demnächst mal Geschütze. Oh, es wurde schon etwas geforscht. So ganz leicht schon wurde das Schmieden angeforscht. Ich bin begeistert. Und Mike bastelt wieder an seinem neuesten Kunstwerk. Mal sehen, was er da fabriziert. Vielleicht wird das hier ein neues, großes Meisterwerk, quasi ein Van Gogh unserer imaginären Epoche hier. So. Ja, ich glaube, der wird nicht mehr fertig heute. Das können wir wohl vergessen. Ach, scheiß die Wand an, das kann ich... Ups, verschiedenes. Ah, tatsächlich verschiedene Steinarten. Das hier ist Granit und das andere ist Schiefer. Na gut, können wir aber trotzdem alles wegtragen. Nur Mike, der steht noch, aber das soll er ruhig machen. Habe ich nichts gegen. So, ich hoffe, das wird noch weggetragen, weil das Fleisch kann man echt gut gebrauchen. Warte mal, ich kann auch Lumpi beauftragen. Priorisiere, trage Katzenfleisch. Oh, die ist wieder hungrig. Dann isst doch was, Mädel. Mal sehen, Konstruktion schon auf 4 und mit weiter Weg nach oben. Das gefällt mir, so langsam lernt sie es ja. Da sieht man mal, wie wichtig das ist. So. Oh, was wird denn jetzt gerade gejagt? Ah, da wird gejagt. Der Affe. Ich bin erstaunt, dass noch nicht der Siedler getroffen wurde, Lumpi. Lumpi repariert nur die Schüsse, die daneben gehen, in die Wand. Warum nicht? Großer Tisch wird gebaut. Noch nicht so ganz komplett. Dabei haben wir doch hier noch irgendwo Holz rumliegen, dachte ich. Nee, haben wir nicht. Okay, wir brauchen mehr Holz. Kann man jemand Holz besorgen? Ich wäre euch sehr verbunden. Na gut, dann mal gucken. Neue Befehle. Vielleicht wird ja lieber Holz gefällt, wenn das hier in der Nähe ist. Da sind nämlich auch wieder Bäume fertig gewachsen.
weil so geht das ja mal nicht weiter. Und Stele macht wieder fleißig weiter Nahrung und ist schon bei den leckeren Mahlzeiten. Jahaha. Die leckeren bringen natürlich auch ein bisschen mehr. Und wir haben auch ein paar Kräutermedizinchen hier fertig. Neue Statue ist ebenfalls fertig geworden. Die kommt rein. Hier. Ja, das nehmen wir doch. So, dann machen wir das hier nicht mehr zum Gefangenen, sondern das wird vorerst der Gefangenenraum. Zack. Wat mut dat mut. Oh, und hier möchte ich mal sehen, was steht da? Nö, das ist keine Information. Oder muss ich das darüber? Oh ja, das hat einen schönen Titel. Schande Nummer 87. Diese Skulptur trägt ein Kunstwerk von ein Bumalope, wie sie brennt über den Boden rollte, während andere zuschauten. Sie sieht leichenhaft aus. Ein totes Hornisse erscheint in der Ferne, obwohl die Darstellung es irgendwie schafft, sowohl Misere als auch Siegesgewissheit zu verwirklichen. Ihr Fleisch ist offensichtlich verkohlt. Der untere Teil des Bildes wird von einem Klamm beherrscht, derweil das Werk das Konzept der Nachfrage andeutet. Diese Illustration erzählt die Geschichte von das Bumalope, wie sie Feuer fängt am 10. im Jugust 5500. Ach, diese Sprache, herrlich. Eine etwas makabre Szene, wie sie dargestellt wurde, aber naja, warum nicht? Warum nicht mal eine brennende, sich windende Bumalope porträtieren? Kann man mal machen. Ebenfalls kann man allerdings auch mal die Folge langsam beenden. Aber wir sehen uns ja schon bald wieder, wenn es wieder heißt Daddlezeit, hier mit RimWorld. Bis dahin, ciao ciao ihr Lieben und bleibt mir gewogen.